Jo, grüezi miteinander bei einem neuen Kommentar von eurem Casebrode. So, und Battlefield 3 ist wieder am Start. Wieder mal, eigentlich. Ich habe hier die M16A3, die überpowerte Waffe, wie ich finde. Die 93R. Und mehr Munition. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Medipack habe ich noch dabei. Ja. Ja, ein Defibrillator logischerweise. So, Thema heute ist Cheatschutz, denn ich habe den Cheatschutz in diesem Gameplay zu spüren gekommen. Und ja, das ist so quasi der Beweis, dass ich cheate, ne? Jedenfalls passiert nämlich am Schluss vom Gameplay. Das Gameplay ist nicht komplett nach irgendwie, oh, wie lange war das? Irgendwie 8 Minuten oder so bricht das ab. Also irgendwie in einem ganz witzigen Grund. Obwohl eigentlich ist das Thema relativ ernst, muss man sagen. Denn ich kann die Besitzer vom Server verstehen, dass sie das machen. Ich werde jetzt einfach mal sagen, was passiert. Ich werde am Schluss vom Server gebannt. Aufgrund, weil ich eine zu hohe KD habe. Also nehme ich mal an, die glauben, ich cheate. Einmal hat auch jemand im Chat geschrieben, dass ich einen coolen Cheat habe. Ich habe mich dann dafür ganz herzlich bedankt. Jedenfalls wollte ich eben ansprechen, den Cheatschutz. Ich meine, wie soll ich sagen, wenn sogar die Spieler darauf angewiesen sind oder die Besitzer der Server, so einen Schutz einzubauen, dann finde ich, sollte DICE wirklich einfach mal was machen. Weil man kann nichts dagegen sagen, in Battlefield 3 gibt es 10-mal mehr, wenn nicht sogar noch öfters Cheater wie in Bad Company. Und wie soll ich sagen, ich kann nicht ganz verstehen, warum in Online-Shootern kein Vote-Kick und Vote-Ban mehr eingefügt wird. Weil in Counter-Strike gab es das ja immer und in Team Fortress normalerweise. Das ist übelst nützlich, wenn da ein Spieler quasi cheatet oder ansonsten irgendeinen Kack macht, Teamkills oder irgendwas, da können ihn einfach die Spieler vom Server selbst bannen und es muss nicht irgendein Admin her, es muss theoretisch gar keinen Cheatschutz drauf haben. Und das ist eigentlich übelst geil. In Battlefield 3, in Bad Company 2 schon, in allen Call of Duties, oder zumindest in den neuen Call of Duty, sicher in den alten weiß ich jetzt gar nicht, gibt's das alles nicht. Es gibt keinen Vote-Kick, keinen Vote-Ban und ich frage mich, wieso. Wenn es das jetzt in Global Offensive gibt, dieses Vote-Ban, wenn, das kann ich eigentlich morgen eventuell sagen, weil man morgen die Beta spielen kann. Vielleicht gibt es das da schon, obwohl ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber spätestens wenn die Vollversion ein paar Wochen draußen ist, müsste ich das wissen. Wenn es das da wieder gibt, dann ist DICE für mich wirklich absolut der Lieblingsspielentwickler von mir. Einfach weil sie wirklich für die Community Sachen machen. Sie fügen ja schließlich Map Editors ein oder Skins kann man erstellen. Und Da hat er es geschrieben im Chat. Ey, da zoome ich ran im Video. Muss ich mir kurz eine Markierung machen. So, boah, hier hatte ich zwar übelst Glück, muss ich zugeben. Aber ich glaube, jetzt sterbe ich, kann das sein? Nee, ich habe sogar noch ab. Ey. Gut, da muss man zugeben. Ah, nee, jetzt bin ich weg. Man muss aber zugeben, die Gegner waren richtig schlecht. Aber trotzdem. Wo war ich? Ja, genau, wie gesagt, Valve wäre dann wirklich mein absoluter Lieblingsspielentwickler wegen den ganzen Sachen, die halt für die Spieler machen. Zum Beispiel in Team Fortress. Jetzt nur als Beispiel, können die Spieler sogar Waffen erstellen, die je nachdem, wenn sie genug Votes kriegen, ins normale Spiel eingefügt werden. Und wenn das mal nicht geil ist, also, da wird wirklich richtig viel mit der Community gemacht. Und bei Battlefield eigentlich gar nicht. Also von dem her, ist Valve wirklich mein Lieblingsspielentwickler. Nur Counter-Strike vor allem,
braucht sowas von übelst viel Skill und den habe ich nicht. So, da kann ich eigentlich auf normalen Server nicht spielen, ohne dass ich die ganze Zeit sterbe und die Kills mache. Deshalb spiele ich Counter-Strike fast nur noch Gun Game oder Minigames oder ich surfe irgendwie ein bisschen durch die Gegend rum. Team Fortress kann ich eigentlich mehr oder weniger, da kann ich auch was reißen, deshalb sind eigentlich Team Fortress und Counter-Strike mitunter die zwei sympathischsten Shooter. Dann kommt Bad Company, aus irgendeinem Grund gibt es da nämlich fast keine Cheater, wahrscheinlich weil es noch Punkbuster ist und der fast ein bisschen zu übertrieben schützt. Weil es ist ja ein bisschen bekannt, dass Punkbuster teilweise Spiele mehr oder weniger sperrt, weil es heißt, der Spieler cheatet, obwohl es gar nicht so ist. Naja, ja, so viel dazu. Battlefield 3 ist auch ein sehr geiles Spiel und ich im Moment spiele ich das einiges mehr wie Bad Company, weil ich da irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf habe. Allerdings ist Battlefield 3 wirklich extrem, was die Cheater angeht im Vergleich zu den alten Battlefields. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob vielleicht gewisse Call of Duty Spieler oder so, die, ich meine, das kann man jetzt nicht verleugnen, in MW3 wird so oft ein Aimbot angetroffen, also das kann man nicht verleugnen, das ist einfach so. Und ich frage mich einfach, ob diese Leute, die MW3 so gespielt haben, ob die je nachdem auch Battlefield 3 zocken und das dann da auch machen. Es gibt schließlich Seiten im Internet, wo man Geld bezahlt, um Cheats zu kassieren und die müssen ja erfolgreich sein, sonst wird es die nicht so oft geben. Und wie soll ich sagen? Also in COD wird das benutzt, wieso nicht in Battlefield? Da gibt es das nämlich so viel, ich weiß auch. Also diese Seiten. Ist ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass es das gibt, weil ich kann nicht verstehen, wie man cheaten kann. Ganz ehrlich, für mich sind... Klingt jetzt hart, aber für mich sind Cheater der letzte Dreck, ehrlich gesagt. Weil, es, wie soll ich sagen, das ist einfach das allerletzte, einfach zu cheaten, das ist unfair anderen gegenüber, das ist einfach, wie soll ich sagen, man selbst hat ja, ich verstehe gar nicht, wie man selbst daran Spaß haben kann. Ich meine, da hat es ja überhaupt keine Herausforderung drin. Verwechselt das jetzt nicht mit Singleplayer-Spielen, ne? Also in GTA, da cheatet glaube ich jeder, also da stört's ja auch nicht. Aber in Online-Multiplayer-Spielen wie Battlefield, Call of Duty, solche Spiele, da können von mir aus die Cheater direkt das Spiel, das gebannt wird. Wie jetzt hier passiert, zack! Ey, da wurde ich gebannt. Naja, das war's eigentlich so zu dem Thema. Meine Stats kann ich leider nicht sagen, weil ich sie nicht weiß, aber ich glaube 24-2 oder irgendwie sowas. Ich müsste mal im Battle Report nachschlagen. Wenn ich das noch nachgucke, dann schreibe ich das noch hin. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.